Coole Nummer, Digga. Die kam jetzt eben aus einer Kleestraße, ist ja hinten am Ende. Da ganz unten ist ja der Edeka-Markt. Jetzt kam die Straße runtergelatscht mit einem Einkaufswagen. Mit ihren Taschen da drinnen. Und ein Typ von Edeka hinterher geflitzt. Und wollte ihr den Korb wegnehmen, weil sie mit dem Korb ja nicht weg darf, weißt du? Ja, jetzt haben die hier 5 Minuten rumdiskutiert, sich angeschrien. Ich habe auch nichts gehört, weil ich gerade mit Heidi telefoniert habe. Und jetzt hat sie vor lauter Wut die Taschen alle raus und eine Erde geschmissen und der Typ ist dann mit dem Korb ganz normal wieder zurückgegangen, weißt du? So, und jetzt ist sie dabei und desinfiziert alles, was sie gekauft hat und wischt das ab. Siehst du ja selber. Ich weiß nicht, was die Olle für ein Problem hat. Die ist komplett vermummt, Junge. Weiß ich nicht. Also, die muss einen richtigen Dachschaden haben. Die muss einen richtigen Dachschaden haben. Ah, hier kannst du weiter leben, Junge. Ich weiß nicht, was sie da rum desinfiziert. Jetzt das Tuch nochmal und jetzt wird die Desinfektionsflasche auch noch desinfiziert. Ich glaube, das ist Frau Monk. Ich leg mich lang, Junge. Die fetzt. Geil. So, was macht sie jetzt mit der Tasche? Oh, die schmeißt sie jetzt bestimmt weg. Ja, siehst du? Ja, in den Bübel. Oh ja, jetzt hat sie sich schmutzig gemacht. Jetzt muss sie bestimmt gleich desinfizieren, ihre Handschuhe. Pass mal auf. Mir fällt nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein. Ich glaube, das sind die Leute mit einem absoluten Dachschaden. Fällt mir nichts mehr zu ein. Säuft die das jetzt noch oder was? Oh, Leute. Um Gottes Willen. Ja, hier kannst du was erleben.